So, Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahme. Wir sind wieder da bei Black Arts. Und in der letzten Folge haben wir unsere Charaktere ein bisschen geskillt. Ich hoffe, ich habe da nicht zu großen Bullshit gebaut. Und wir müssen weiterziehen nach Morbal. Und da gehen wir jetzt mal hin, weil so geht die Story weiter. Und in dieser Folge... Was war denn hier nochmal? Gehen wir jetzt mal dahin. Hatten wir hier noch was zu tun? Das war das Goblin-Lager, da waren wir schon. Okay, dann können wir darauf erstmal verzichten. Ich möchte gern weiterspielen, ja. Dann können wir darauf erstmal verzichten. Mikram, Landstreicher. Gehen wir mal dahin. Seid ihr auf dem Weg nach Kaleba? Vielleicht könnt ihr mir einen Gefallen tun. Ungern. Nichts Großes. Richtet nur meinem verdorbenen Bruder einen Gruß von mir aus. Er ist leicht zu finden. Kalebas reichster Händler mit Kalebas schönster Frau. Verkauft er auch fliegende Teppiche? Dann mach ein Märchen draus. Schön. So, Baran, warum grüßt du ihn nicht selbst? Naurim. Belohnung. Annehmen, ablehnen. Ja, gut, also... Naurim. Und was gibt es bei der Sache zu gewinnen? Einen fliegenden Teppich vielleicht. Weshalb grüßt du deinen Bruder nicht selbst? Kaleba ist weit und meine Sohlen haben Löcher. Also schön, wie heißt der Mann? Sagt Sarino, sein Bruder Onaris lässt ihn grüßen. Gut, dann grüßen wir den netten Mann mal. So, und wie geht es weiter? Oh, schön hier. Na, wen haben wir denn da? Fex zum Gruße. Wie kann ich helfen? Bei Angosch, der Großling sieht genauso aus wie der andere Großling. Zwillinge. Was habt ihr anzubieten? Ja, dann grüßen wir ihn doch mal. Ihr seid Sarino, nehme ich an. Ja, warum fragt ihr? Euer Bruder Onaris lässt euch grüßen. Onaris? Wie? Was ist? Der Großling verliert seine Gesichtsfarbe. Dieser Gruß ist eine Todesdrohung. Mein verdorbener Zwillingsbruder Onaris will mich umbringen. Warum will euer Bruder euch umbringen? Er ist eifersüchtig. Auf mein erfolgreiches Geschäft. Auf meine Frau. Ich hatte Glück, er hatte keins. Darum hasst er mich. Er wurde aus dem Fürstentum verbannt, weil er mich erschlagen und mir Celia nehmen wollte. Jetzt heißt es, er oder ich. Echte Bruderliebe. Können wir euch irgendwie helfen? Vielleicht. Ich schlage euch einen Handel vor. Ich habe eure Steckbriefe gesehen. Kümmert euch um meinen Bruder und... Nun ja, ich sage niemandem, dass ihr hier gewesen seid. Das würden wir euch ohnehin raten, Freund. Außerdem ein Buch. Ein Zauberbuch. Ein seltenes Zauberbuch. Ich habe das Buch von einem Schuldner. Was weiß ich schon damit anzufangen. Aber für euch mag es sehr wertvoll sein. Allmählich wird das Märchen interessant. Ja, dass Zoberan davon begeistert ist, das wundert mich nicht. Wir sollen euren Bruder beiseite schaffen? Schockierend, ich weiß. Mein eigener Zwilling. Aber solange er lebt, ist Celia nicht vor ihm sicher. Manchmal muss man bis zum Äußersten gehen. Manchmal muss man bis zum Äußersten gehen. Schwierige Entscheidung. Einerseits, mich würde dieses Buch schon interessieren. Und dass Naurim, dass Zoberan daran interessiert ist, wundert mich keineswegs. Allerdings Naurim ist doch eigentlich... Quest beenden. Ich bin etwas hin und her gerissen. Einerseits würde mich die Quest wirklich reizen. Und ich möchte auch das Buch. Andererseits jemanden umbringen. Bloß weil er ihn gegrüßt hat. Vielleicht lügt er uns ja an. Wir nehmen das jetzt mal an. Wir kümmern uns darum, aber vielleicht können wir uns noch anders entscheiden. Ich würde ihn ungern töten. Wir kümmern uns darum.
Bitte lasst meinen Bruder nicht leiden. Er trägt einen Anhänger, von dem er sich niemals trennt. Bringt mir den als Beweis für seinen Tod. Okay. Die Götter mit euch. Was haben wir hier? Bettler? Warum so finster? Alle glauben, die Welt geht unter. Ich glaub da nicht dran. Immer das Gleiche. Die Götter sind zornig. Ich glaub nicht dran. In den Sümpfen soll's spuken. Ich glaub nicht dran. Habt ihr eine Münze für mich? Mein Frettchen ist krank. Ich glaub nicht dran. Okay. Der Händler hier scheint ein guter Mann zu sein. Das ist wahr. Er betet viel zu Praios. Geht jeden Abend mit seinen Knechten zum alten Praios-Schrein. Auf dem Wirselberg. Ich gebe dem Bettler jetzt mal was. Vielleicht bekommen wir dafür auch wieder was. Ich gebe ihm jetzt ruhig mal einen Heller. Mein Frettchen wird's euch danken. Wo ist der kleine Racker überhaupt? Kommt. Noch einen Heller gebe ich ihm bestimmt nicht. Gehen wir mal zu Bert. Was darf sein, Signorina? Übernachten müssen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Auf Wiedersehen. Gut, das war's dann hier erstmal. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal nach dem Bruder. Jetzt bin ich wieder da. Was mache ich denn? Totale Verwirrung. So, wo war denn der Bruder? Der war hier, hier, ne? Landstreicher. Habt ihr den Gruß überbracht? Lasst mich raten. Ich soll wieder einmal sterben. Wieder einmal? Das Ganze ist eine Münze mit zwei Köpfen. Ich bin er ist ich. Was? Ich bin Sarino. Mein Bruder ist Onaris. Wir sind Zwillinge. Er war neidisch, eifersüchtig. Auf mein erfolgreiches Geschäft, auf meine Frau. Also hat er mir beides genommen. Vielleicht wollt ihr mir helfen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Lasst mich raten. Wir sollen ihn töten, richtig? Und was gibt es bei der Sache zu gewinnen? Leider bin ich nur noch ein Bettler. Wie hat dein Bruder das alles angestellt? Ich war auf einer Handelsreise, als mich Räuber überfielen. Mein Bruder hatte sie bezahlt. Die Räuber haben mich jedoch nicht getötet, nahmen nur meinen Ring, meinen Ehering. Den trägt nun mein Bruder am Finger. Meine Frau erkennt ihn nicht. Eine schmerzhafte Erkenntnis. Oh, das ist natürlich hart. Das ist natürlich echt hart. Wenn die eigene Frau einen nicht erkennt. Beweis. Tun können. Angreifen. Ja, okay, Subaran will unbedingt sein Buch haben. Dem ist das anscheinend völlig egal. Aber ich hätte gern einen Beweis. Woher wissen wir, wer von euch die Wahrheit sagt? Ihr wollt einen Beweis? Ich habe keinen. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, fragt die Räuber, die mich überfallen haben, nach ihrem Auftrag. Sie hausen hier ganz in der Nähe in den Wäldern. Wir sollten erst herausfinden, wer hier die Wahrheit sagt. Natürlich. Andererseits, dieses Buch, das dieser Sarino uns versprochen hat, klingt interessant. Onaris, Sarino ist sein Bruder. Ja. Ich sage, wir erledigen diesen Onaris. Du meinst Sarino? Ja, den Landstreicher. Verwirrung, Verwirrung. Okay, wir haben hier neue Optionen. Händler umbringen. Okay. Das möchte ich jetzt eigentlich. Ich möchte eigentlich ins Räuberlager und rausfinden, wer hier lügt und wer die Wahrheit sagt. Falls ihr deswegen kommt, unser Palast ist unverkäuflich. Palast? Welcher Palast? Das sind dann wohl die Räuber. Welch hässliches Wort. Wir wollen nichts kaufen. Wir brauchen eine Information. Informationen geben wir umsonst. Welcher Palast? Welcher verfluchte Palast? Naurim, Aufnahme von Onaris. Ich weiß selber nicht mehr, wer ist, aber da ich Subaran nicht so mag, soll Naurim fragen. Aber ich frag trotzdem nochmal. Welcher verfluchte Palast?
Warum so neugierig, kleines Männlein? Männlein? Zieh deine Waffe, Großling. Oh, das war wohl nicht so gut. Okay, wir... Ja, Naurim ist eben doch der Hau drauf. Naja gut, aber die Jungs sollten jetzt nicht so das Problem sein. Gehe ich zumindest mal davon aus. Niam könnte sich hier in die Ecke begeben und dann durchaus... Wobei, sie könnte natürlich auch... Halt, ich kann ihn gar nicht treffen. Lol. Sie könnte aber auch einfach jetzt mal als Supporter genutzt werden. Nein, nicht auf dich! Verdammt. Okay. Dann eben doch auf sie. Sovereign. Hier ins Gebüsch. Ins Gebüsch. So, was können wir denn? Komm. Das funktioniert doch. Sehr gut. 12 Schadenspunkte. Brisa. So, Naurim kann sich mal ins Getümmel stürzen und ihn erstmal platt machen. So, weg ist er. Dahin haben wir noch einen Bogenschützen. Oh, schön pariert. Und ausgewichen. Ach, Naurim ist so ein Schnuckelchen. So, den trifft sie wahrscheinlich so oder so nicht. Das heißt, ich werde mit ihr versuchen... Nein! Jetzt habe ich das wieder auf sie gezaubert. Was mache ich denn? Ich mache wirklich schon wieder Fehler. Es tut mir leid. Ihn kann ich nicht treffen, aber wenn ich hier hingehe, müsste das doch funktionieren. Oder auch nicht. Doch. Müsste schon. So. Gut, ich könnte jetzt auch Naurim verstärken, also seinen Schutz verstärken, aber ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Jetzt machen wir erstmal die platt. So. Naurim in Deckung. Und... Ja, Runde beenden. Da kommt der nächste. Autsch. Hui. Da flitzt sie von dannen. So, gezielter Schuss und... 12. Sehr gut. Naurim. Naurim sage ich schon. Hier. Unser guter Sovereign. Hier sind unsere neuen Zauber übrigens. Heilt Verletzungen. Bietet Schutz vor magischen Angriffen. Auf eine Wirkung von Giften auf. Okay, das nützt uns alles jetzt gerade gar nichts. Eigentlich kann Naurim im Moment überhaupt nichts tun. Und seine Punkte möchte ich auch nicht verbrauchen für den einen jetzt noch. Deswegen warten wir jetzt erstmal ab. Brisa darf sich auch ein bisschen mit einmischen. So, Naurim darf weiter nach vorne ziehen und die Runde beenden. Dann trifft er ihn nicht mehr so leicht. Genau. So. Oh. Das war ja nicht so von Erfolg gekrönt. Sovereign trifft ihn wieder nicht, oder? Doch. Komm schon. Sehr gut. Das war's. Ja, einem Zwerg so etwas ins Gesicht zu sagen, kann wehtun. Ein bisschen Stuff, das ist okay. Krallen wir uns natürlich alles. So, so viel zur Information. Ich wollte eigentlich mit denen reden. Lasst meinen Bruder nicht leiden. Und hinterlasst keine Spuren. Wir sollten erst herausfinden, wer hier die Wahrheit sagt. Natürlich. Andererseits,
Dieses Buch, das dieser Sarino uns versprochen hat, klingt interessant. Onaris, Sarino ist sein Bruder. Ja. Ich sage, wir erledigen diesen Onaris. Du meinst Sarino? Ja, den Landstreicher. Ich blick selber nicht mehr durch. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Müssen wir ihn jetzt töten? Gut, dann töten wir ihn. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Landstreicher die Wahrheit sagt. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich entscheide das jetzt einfach. Wir hätten natürlich jetzt von den Banditen die Wahrheit rausfinden können, aber der Zwerg hat draufgehauen. Das, ja. Zu spät. Kann man nicht mehr ändern. Das heißt, wir werden jetzt hier aufräumen. So, Naurim darf nach vorne. Darf sich hier ein bisschen vergnügen. Hallo. Autsch, das tat natürlich jetzt weh. Aber, weißt du, was wir jetzt tun? So, dieses Mal mache ich den Fehler nicht mehr. Hier. Auf Breeza. Komm schon. Sehr gut. Sorbaran sollte bitte... Das war das hier, ne? Erhöht den Rüstungsschutz, genau. Nein! Der hat noch 22, der ist schon verwundet. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal ihn hier auszuschalten. So. Ach, auf Breeza ist einfach Verlass. So, Naurim darf mal draufhauen. Schön pariert. So, Niam. Moment. Ich probiere das nochmal. Auf Naurim ist wahrscheinlich... Oh. Gut, probiere ich es eben doch nicht. Treffe ich ihn? Ja, ich treffe ihn. So, okay, Sorbaran probiert's nochmal, würde ich sagen. Komm schon. Ja. So, und jetzt haben sie eigentlich schon verloren. So, Naurim. Wer ist der Nächste? Darf draufhauen. Jetzt können wir ganz, ganz geschmeidig den Kollegen ausschalten. Sollte jetzt nicht mehr der Stress sein. Jetzt steht da, glaube ich, Breeza im Weg, ne? Dann... Komm, ich lauf mal da hoch. War jetzt vielleicht ein bisschen sinnlos, aber... Was soll's. So, nochmal ein gezielter Schuss. Und das war's. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber... Es war eine Entscheidung. So, wir haben ihn ausgeschaltet. Gehen wir noch zurück. Mein Bruder ist tot. Wenn das wahr ist, dann gnade uns Boron. Wir gehen mal zurück. Jetzt dürfte doch keiner mehr im Laden stehen. Da steht einer drin. Da steht jetzt wahrscheinlich sein Bruder drin. Ihr seid jederzeit willkommen. Ja, das will ich auch hoffen. Dann würde ich einen Mord begangen. Und wir kriegen keine Belohnung. Wir kriegen nichts. Verdammt. Wahrscheinlich wäre das dieses... Ach nee, das ist ja unser Inventar. Halt, hier sind wir zu Hause. Items. Hat der ein Buch im Laden? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wahrscheinlich hat er es irgendwo vergraben. Ach Mann. Na gut, dann brauchen wir auch erstmal nichts. Und dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Hätte uns der Bettler... Habt ihr eine Münze für mich? Mein Frettchen ist krank. Hätte uns der Bettler vielleicht was sagen können? Ich glaube, ich will es gar nicht mehr wissen. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.